Herzlich willkommen zur Schlagzeilenrevue. Und diesmal das erste Mal auch hallo liebe Okto-Zuschauer. Was ist Okto? Okto ist der Wiener Community Sender und auf dem wird unsere Sendung nun auch jeden Montag um 20 Uhr zu sehen sein. Da sind wir schon stolz drauf. Sehr sogar. Also, los geht's. Martin, was war los, schwarz-blaue Woche? Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der Dömnitz, der ehemalige Grüne, der jetzt bei der ÖVP vom Kurz im Parlament ist, der ist aus dem ÖVP-Club rausgehaut worden, wegen Sexismus, den er verbreitet auf Twitter. Die Kniemeldung da, gell? Ja, ganz genau. Also Sexismus in der ÖVP, das geht nicht. Und was geht zum Beispiel bei der ÖVP? Ja. Rassismus, wenn du zum Beispiel Koalitionspartner bist. Yeah. Und es gibt sonst noch irgendwelche erfreulichen Nachrichten. Der Vizekanzler und der Justizminister sind Zellengenossen. Jetzt schon? Nein, das mal nur für ein Foto. Ach so, ist das so wie beim Krasser? Nein, das ist der Strasser. Der Krasser ist noch nicht verurteilt, aber beim Strasser könnte man nachfragen, wie es war. Martin, was hat der Trump die Woche verbrochen? Jetzt geht's los! Womit? Ach, chill. Ich bin ein bisschen euphorisch gerade. Warum? Denn Trump wird jetzt wirklich Feuer unterm Arsch gemacht. Aha. Sagt der Bob Woodward was? Natürlich, Watergate, ein Top-Journalist. Einer der zwei Typen, die ihn Nixon zu Fall gebracht haben. Mhm. Und der hat jetzt gemeint, ich schreibe wieder ein Buch. Mhm. Bringt es zufälligerweise am 11. September raus. Ah ja. Zufall. Und in dem Buch schreibt er über Trump und was im Weißen Haus so abgeht. Und wie wenig die Leute auf den Trump eigentlich horchen im Weißen Haus. Mhm. Und es ist Cushingsburg. Aber er ist ja nicht der Einzige, der das schreibt. Nein. Es gibt nämlich jetzt genau in der New York Times gibt es jetzt einen Artikel, einen Kommentar einer anonymen Quelle aus dem Weißen Haus, der ungefähr genau dasselbe sagt. Mhm. So auf die Art, wir schauen, dass er die Sachen, die er so plant, die schmeißen einfach weg und dass er da ja nichts blöds macht. Mhm. Und ich bin gespannt, wie er das machen wird mit seinem Fake News Verteidigung, wenn er gegen einen Woodward geht. Der beruhigendste Satz war ja für mich, immer wenn der Donald Trump im Oval Office ist, schauen wir, dass ein Erwachsener dabei ist. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Genau. Und was hast du gelernt die Wochen? Die Wochen habe ich gelernt, dass ich mich aufs Alltag freuen kann. Wieso? In Amsterdam. Ich glaube gar nicht, was ich sage. In Amsterdam gibt es Leute, alte Menschen, die ein Rollatorrennen machen. Ist ja cool. So geil, wirklich auf der Rennbahn, im strömenden Regen, aber die scheißen sie nichts. Die rennen um die Welt und ich finde das so geil, weil ich wachse gerade mit Fast and the Furious auf und dem ganzen Motorsport und Rennen und Competition Speed is what I need. Und die sind nicht so aufgewachsen und trotzdem krachen die im Alter noch gescheit rein und da freue ich mich schon, was wir so machen werden, wenn wir mal so 70 plus sind. Cool. Ist doch schön, oder? Super. Und was hast du gelernt die Woche? Ich glaube nicht, jede Nachricht in der Heute hat alle Aspekte berücksichtigt. Wow, das war jetzt eine sehr politiker-like Aussage. Was genau meinst du damit? Jeder vierte Schüler redet daheim nicht Deutsch. Okay, und was passt da noch dran? Ich glaube, sie haben nicht alles berücksichtigt. In Vorarlberg ist das doch jeder. An dieser Stelle grüßen wir alle Vorarlberger Zuschauer aufs Herzlichste. Wir haben euch lieb. Und Untertitel. Damit uns jeder versteht. Kinderlich. Ja, damit sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank an die Okto-Zuschauer fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns an der Stelle von Ihnen, so wie es die Großen im Fernsehen immer machen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Danke fürs Reinschauen. Und die Zuschauer, die coolen Kids, die uns da im Internet zuschauen, gell? Genau. Euch wünsche ich mal eine schöne Woche. Man sieht sich dann wieder. Dein Lein. Kommentare, Likes, Teilen, bitte, danke. Man muss dich immer erinnern. Ja, ich bin halt schon alt. Alles klar, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.